Okay. Ja. Die kosten aber dementsprechend echt ganz schön viel und da brauchst du Ewigkeit, bis du da mal fertig bist mit. So. Okay, ich weiß nicht, wie viele Pflanzenfasern haben wir. 8, okay. Inventar ist auch relativ schön gestaltet, finde ich. So, ein paar hole ich mir jetzt noch aus dem Boden. Natürlich ganz klassisch, Life is Feudal. Wer das schon mal gespielt hat, ja, der weiß, wie in etwa diese Mechanik funktioniert. Ich habe die Vorgänger nie gespielt, aber wie gesagt, das fand ich jetzt ganz interessant. So, dann haben wir schon mal ein paar Pflanzenfasern im Boden gefunden. Jetzt sammeln wir nochmal noch ein paar Feuersteine. Äste befinden sich dann auf Bäumen. Das werden wir auch gleich nochmal gucken. Da werde ich nochmal nach einem Baum Ausschau halten. Und ich mag ja sowas, ne? Was total auf Realismus setzt und so. Wo man auch was erreichen kann. Das macht echt Spaß und suchtet voll. Was ich auch echt cool finde, sind diese Interaktionen da unten. Ich kann euch das ja mal zeigen. Irgendwie kann man noch andere. Aber ich weiß nicht. Ich finde die jetzt nicht. Weil auf... Ich lasse den mal nebenbei farmen. Auf P hast du hier nämlich deine Person. Attribute hast du hier, die Kleidung. Ja, okay. Das sind alles Sachen, die du machen kannst. Was anderthalb händige Schwerter? Was verstehe ich denn darunter? Okay, ich habe keinen Ausdauer mehr gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den so gut geskillt habe. Ist ja schon ganz schön viel, oder? Ah, nee, okay. Der kann so ein großes Schwert benutzen. Das ist doch eigentlich doch ganz gut. So, wir haben jetzt genügend Feuersteine erstmal. 5. Jetzt suche ich noch nach einem Baum und dann werden wir die ersten Sachen craften. Ich wollte euch ja mal zeigen... Ach, wir haben noch welche. Sehr gut. Ich wollte euch ja mal zeigen... Nee, warte. Das war falsch. Man kann nämlich zimmern und... Hier kannst du sogar teilweise... Ich will es euch einfach mal zeigen... Mauerhandwerke, Befestigungen, kleiner Bergfried, Behausungen. Wo war denn das? Irgendwo war das was Heftiges. Ihr großer Bergfried. Was du dafür brauchst, ist einfach heftig. Regionale Ressourcen. Baukasten. 8000 Granitsteine, ey. Leck mich am Arsch. Das werde ich nie im Leben schaffen, ey. Auch wenn ich... Also ich will halt ja schon eine ganze Weile lang hier spielen, ne? So ist es ja nicht. Aber ich glaube, so weit werde ich nicht kommen. Vor allem, da musst du auch irgendwie in der Gilde sein oder in der Stadt leben. Weil alleine wirst du das nicht schaffen. Du musst ja auf jeden Fall schon Teamplayer sein. Also ich empfehle euch auch mindestens 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher zu haben. Ja. Pizza. Ja, es gibt Sachen, ne? Unten rechts ist übrigens unsere, das grüne ist unsere Hungerleiste. Lagerfeuerobjekt. Also alles, was hier steht, auch an diesen kleinen Hütten, ist alles von echten Spielern erbaut. Wie gesagt, die Welt, man könnte meinen, okay, ist ja gar nicht so groß. Aber ich finde, doch. Wenn man hier mal durch ist, ne? So, hier haben wir jetzt mal ein paar Bäume, Haselnussbäume. Ich untersuche den Gegenstand erstmal, weil dann, da kannst du dann mal genau sehen, was du da rausbekommst. Okay, zweimal Rinde, ein Ast. Dann sammle ich mir einen Ast. Oh, Nüsse kann man auch sammeln.
Rinde sammle ich jetzt auch einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, wofür man das braucht. Irgendwofür wird man das ja wohl schon brauchen. Irgendwann besuchen wir auch mal dieses Riesendorf da, aber brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Nüsse sammeln. Cool. Kann ich die essen? Irgendwann möchte ich mit euch auf jeden Fall auch mal angeln gehen und so. Das kannst du auch tun. Also kannst du immer ein bisschen dein Leben genießen. Nüsse. Die kann ich tatsächlich essen. Okay, sehr gut. Ich nehme alles mit, was ich essen kann. Ja, ich habe keinen Bock, dass meine verreckt hier. Du kannst auch jedes Haus, was hier rumsteht, als dann Standort wählen. Das Gelbe ist die Ausdauerleiste. Je nachdem, was man halt macht, ne, werden die halt gesenkt. Oh, das reicht ja jetzt an Nüssen. Wie viele kriege ich denn davon, wenn ich die mal esse? An Hunger? 3. Naja, immerhin. Das langt erstmal. Ich brauche aber noch ein paar Äste. 5 Äste, sehr gut. Ich sammle jetzt mal die Äste an und wie gesagt, dann werden wir uns die ersten Handwerkssachen erstellen. So die wichtigsten erstmal. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob hier irgendwo auf dem Server ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist aber gar keiner. Weil auch im System schreibt keiner. Wir können ja einfach mal nachfragen. Hello. Ich bin zumindest online, ne? Wir gucken einfach mal, ob jemand antwortet. So, gut, dann werden wir mal ein paar Sachen craften. Wie gesagt, für das meiste brauchst du wirklich nur Feuerstein und Äste und Pflanzenfasern. Das kriegst du alles, also ist nicht wirklich schwer. Ich werde mir jetzt erstmal eine Axt erstellen. Ist ganz wichtig erstmal. Die Säge ist auch sehr wichtig. Du kannst auch Tiere jagen. Ich habe bis jetzt noch keine Tiere gesehen. Dann bräuchte ich noch einen Hammer. Dann brauche ich noch 2 Feuersteine für. Also sammeln wir nochmal 2 Feuersteine. Würde echt mal gerne ein Tier erlegen. Das langt. Hammer erstmal nochmal und dann sind wir echt gut gedeckt. Messer, Schleuder. Ich glaube, ich werde mir gleich mal eine Schleuder erstellen. Du kriegst da irgendwoher Schleudermunition. Ich glaube, da wo Steine sind, habe ich immer welche bekommen. Ich möchte mir gerne nochmal eine Schleuder erstellen. Oder ein Messer. Wobei Schleuder ja eigentlich cooler wäre, ne? Wobei ich ja eigentlich nicht auf Schleuder geskillt bin, ne? Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Apfel brauchst du auch. Eine Schleuder. Ich könnte mir eigentlich eine Schleuder und ein Messer machen.
Ich werde jetzt auch erstmal so eine Session aufnehmen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, bevor ich zur Arbeit muss. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es überhaupt haben. So, alles klar. Das reicht. Dann brauche ich nochmal Feuerstein. Feuerstein, Feuerstein. Ja, wir können uns hier eigentlich auch schon ein Lager aufbauen. Bringt uns aber noch nicht viel, weil müde wird er ja so und so nicht irgendwie. Und Hunger, also ganz hungrig ist man auch nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt ein Lagerfeuer aufbauen. Das lohnt sich noch nicht, weil du kannst hier auch, wenn du mal schaust, erstelle Lager aufschlagen, Schlingfallen aufstellen, Möbelschreiner. Das ist auch echt cool. Guck mal, wie viele Möglichkeiten man halt einfach hat. Ich möchte mir aber noch keinen festen Wohnsitz suchen. Man kann natürlich auch immer wieder zurück eigentlich. Aber ich möchte mich erstmal ein bisschen umschauen hier. Wie spät haben wir es eigentlich schon? Achso, das ist eine Uhr. Uhr. Ja. Spät haben wir es, 10:45, ne? Ja. Was? Ja. So. Alles klar. Ich könnte meine Ausrüstung mal auswählen. Das ist die Säge, nicht wundern, das ist kein Messer. So. Kann ich statt hier auch einfach reinziehen? Jawohl. So, einen Gegenstand wollte ich mir jetzt noch erstellen. Es ist wirklich keiner online. Oder schreibt mir aber keiner. Mache ich mir nochmal eine Schleuder, Leute. Und fürs Messer brauche ich noch eine Axt. Fürs Messer brauche ich noch. Wo haben wir das denn? Wo ist denn das Messer? Meine Schleuder, ne? Habe ich mir stellt. Hier ziehe ich mir mal in diese dritte Leiste rein. Oder? Hä, was macht der da? Okay. Ausrüsten bitte. Verstehe nicht ganz. Warum bin ich jetzt in die Ego-Perspektive gegangen? Es scheint wohl so, als würde das nicht funktionieren, so. Aber ich baue noch Munition. Okay. Belassen wir das erstmal so. Ich möchte jetzt gerne noch ein Messer haben. Dann wäre ich eigentlich zufrieden. Tatsächlich. Also, frag mich nicht, was er da tut. Wenn man F4 drückt, wird dann im Tutorial auch erzählt, sieht man in etwa, wo man bauen kann. Nee, man sieht einfach, wo es aufhört.
Und wir können jetzt rein theoretisch schon einen Baum fällen. Brauchen wir aber noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber ich laufe auch immer wieder zurück, ne? Ans Ufer. Irgendwas will mich da haben. Hä? Oh, verpasster Anruf. Okay, wartet mal, Leute. Hm? Besetzt oder was? Ja, hallo. Ach so, okay. Bis dann, ne? So, es kann weitergehen, Leute. Mein Chef hatte sich nur verwählt. Ja, schon witzig, ne? Passiert auch mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ach, ich wollte noch einen Ast sammeln. Da wird wohl ein Ast drin sein, hoffe ich jetzt einfach mal. Jawohl. Der reicht mir schon, ist okay. Was der da vorhat, ne? Der will irgendwas will der anpflanzen. So kann das bei uns später auch ausschauen. Irgendwo werden wir uns ein Lager errichten. Wie gesagt, ich möchte erstmal meine Werkzeuge vervollständigen. So, Messer, falls wir irgendwie ein Tier finden. Wenn ich mir nicht irgendwann mal Fische hole. Sehr gut. Okay, sehr gut. Dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen um. Ich gehe mal am besten irgendwo in die goldene Mitte hier drüben. Ja, du siehst da überall, haben die Leute ihre Hütten aufgebaut. Aber es kann doch wirklich sein, dass nicht viele Leute momentan spielen. Guck mal, du kannst dieses Holz hier auch einfach zu deinem Lager tragen. Was ich ja eigentlich voll interessant finde, so. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier, das ist die Schleuder. Das ist einfach eine Schleuder ausrüsten. Ist ja merkwürdig, oder? Ja, mein Chef hatte sich verwählt. Aber wir haben noch keine Spitzhacke, ne? Oder? Jetzt könnte ich hier mal ein bisschen farmen. Leute, wir stellen uns eben nochmal eine Spitzhacke. Pfeile. Wooden Bolt. Einen Bogen kann ich mir jetzt erstellen. Ach, dadurch, dass ich das mit dem Messer schleifen kann. Ne? Guck mal, das kann ich mir mit dem Ast erstellen, das mit dem Messer. Ja, ist doch gut.
Ich könnte mir jetzt einen Bogen erstellen. Ich habe aber eine Schleuder, das reicht mir erstmal. Kleines Reparaturset? Ach, die Werkzeuge gehen auch kaputt, ne? Und das ist wohl so ein Speer. Das möchte ich mir auch gerne nochmal machen. Man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Ich würde aber gerne erstmal hier bleiben. Erstmal. Äpfel sammeln. Damit kann ich mir sogar eine Falle bauen. Doch auch cool. Hallo, sammel mal Äpfel. Wo sind wir denn hier? Hä? Ach, der hat keine Äpfel bestimmt, ne? So sieht's aus. Ja. Äste kann ich mir auch keine mehr sammeln. Ich brauche eine Spitzhacke und dafür brauche ich nochmal zweimal Pflanzenfasern. Und man kann auch Tiere aufspüren. Wie gesagt, da müsste ich mal wegen der Falle mal schauen, wie man das jetzt in etwa macht dann. Da brauche ich aber dann noch so ein Bolzen für. Komm, wir fällen diesen Baum gleich mal. Das machen wir dann auch mal. Mache ich mir mal so ein Bolt. So, ich will mal gucken, ob der irgendwie diese Tiere aufspüren kann. Oh! Gucke mal an! Ja, Leute, ich war erfolgreich. Sehr geil. Achso, immer eins ist dann. Ausrüsten ist erstmal und dann auf eins sind dann immer die Werkzeuge. So, und jetzt nicht gegenschlagen. Sondern fällen drücken, bitte. Und dann haut der hier gegen den Baum gegen und der wird jetzt gefällt und die Animation ist auch ganz cool eigentlich. Komm, wir gehen gleich mal auf Tierjagd. Ich möchte mir jetzt so einen Bolzen mal machen. Ich hoffe, das ist so ein Bolzen. Was brauche ich schon mal für so ein Bolz? Hartholzscheit. Der sägt jetzt hier seelenruhig. Oh, ich muss mal pullern. So. Ein Weichholzscheit. Das bringt mir aber nichts. Das reicht mich nicht. Alter, für den Bogen brauche ich ein Seil. Dann bringe ich es halt so um. Dann bringe ich das hier halt so um. Das ist mir auch egal, Leute, jetzt hier. Scheiße, der Hund drauf. Wobei, warte mal, ich kann mir doch auch die Falle bauen. Bin gleich wieder da, Leute. Ah, da brauche ich einen Apfel für, ne? Mist.
Wir verfolgen dann gleich mal Spur weiter. Ihr merkt schon, das Spiel suchtet ein bisschen. Ich werde jetzt noch nicht mehr allzu viel machen erstmal, weil ich noch ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen möchte, bevor ich arbeiten gehe in der Stunde. In der Stunde muss ich mich fertig machen. Ich werde jetzt mal diese Spur annehmen. Irgendwo da unten. Da unten war ich auch noch nie wirklich. Kann ich mich gleich mal umschauen. Das ist... ja. Oh. Ein Hoppelhäschen. Da müsste ich eine Schlingenfalle für aufstellen. Wollte ich mir nicht noch eine Spitzhacke machen? Man kann sich auch einen Kochtopf machen, also wie im Mittelalter es halt so üblich war. Den Hasen werde ich aber so nicht kriegen, ne? Jetzt habe ich die Spur verloren, wa? Okay, hier unten hörst du wirklich Tiere. Was auch immer das da ist, was da so leuchtet. Das sieht ein bisschen dämlich aus. Ne, den kriege ich nicht. Kann ich machen, was ich will. Da müsste ich einen Apfelbaum für finden. Was ist das denn da drüben? Ich möchte mir am besten jetzt hier irgendwo mal das Lager aufschlagen. Also hier ist es schon echt schön. Wir schauen mal nach. Ich weiß auch nicht, wie viele amerikanische Newbie-Server es gibt, aber irgendwie... habe ich den falschen. Ich kann mir nicht vorstellen, alle auf einem Server spielen, oder? Irgendwo hier möchte ich mir gerne ein Lager aufbauen. Alter, was ist denn das für eine fette Eiche? Aber guck mal, der Hunger von meinem geht schon echt weit runter. Deswegen mampfe ich jetzt erstmal ein bisschen was. Damit er hier nicht verhungert, der Gute. Hier wohnt aber auch kein Schwein in der Nähe, ne? Hier unten. Das wäre eigentlich meine Chance. Alter, die Bäume, wie groß, Alter. Das ist ja krank. Weil da sehen nur Haselnussbäume. Was ist das denn? Ich dachte gerade, das wäre so ein Sumpf. Jetzt sind aber leider nur Schatten. Was ist denn eine Ulme? Ich habe aber auch kein Glück mit dem Wetter. Es regnet ja wirklich die ganze Zeit. Hier ist ein Apfelbaum. Cool. Hat der auch Äpfel? Nein, dann nicht. Keine Äpfel, ey. Ja, okay, die Apfelbäume sind so eher mehr so... weiß ich nicht, detailliert, wie die aussehen. Ein bisschen... ich habe krumme Arme.
Ah, man sieht auch hier die Qualität. Hier ist Ahorn. Na, wobei, hier hat schon jemand gewütet. Oh, hier ist aber schon nice eigentlich, ne? Hier ist schon ganz nice. Aber relativ leer, ne? Hier unten. Ich werde mal schauen. Also ich würde mir jetzt hier irgendwo das Lager aufbauen. Ich würde mir auch irgendwann mal so ein Haus errichten. Das war falsch. Da brauchst du aber, warte mal. Zimmern, Behausung. Kleines, nee. Holzhütte. Holzbretter und Balken. Das kriegst du eigentlich alles aus dem Baum heraus. Ah, geil. Die sind nicht von Spielern, glaube ich, errichtet. Ich weiß es gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Wenn du so eine Dinger findest. Ich habe jetzt eine Spitzhacke. Genau, die rüste ich jetzt einfach mal aus. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden vielleicht. Ist doch richtig, oder? Ich habe da eine Spitzhacke. Ah, nee, ich darf die ja nicht ausrüsten. Jetzt kloppt er hier nämlich drauf. Dann finde ich irgendwas schon. Mutterboden. Graben wir mal hier. Der müsste jetzt Stein sein. Hat's aufgehört zu regnen? Schön, so ein scheiß Mutterboden, Alter, ey. Schade, ich dachte. Oh, hier ist auch echt schön am Strand. Ich kann mich nicht entscheiden, aber im allen Male müssten wir jetzt mal einen Baum fällen eigentlich, um mir diese Ressourcen zu holen. Ich glaube, ich bleibe sogar. Ah, ich weiß nicht. Am Strand so vorteilhaft ist, weil man kann ja dann an der Festung vorbeischwimmen. Komm, ich fälle jetzt mal diesen riesen Baum, Alter. Der ist gigantisch. Dementsprechend dauert das auch ein bisschen. Alter. Ich mach gleich erstmal Pause hier. Boah, ist ja schon wieder so spät, ey. Baum fällt. Alter. Oh, oha. Das war gut. Ein Hartholzstamm habe ich bekommen. Eine Säge brauche ich. Man kann hier einen reparieren. Wozu brauchte ich diesen Hartholzstamm nochmal? Für so einen Balken, ne? Oder für irgendeinen Bolt. Ich möchte den Bolt jetzt mal testen, Leute. Das machen wir mal jetzt einfach mal. Jetzt habe ich jetzt gerade die Möglichkeit. Sehr gut. Wieso geht denn das nicht? Oh, weg mit dem Scheiß hier.
nicht doof. Herstellen. Boah, jetzt erstmal ein paar Bretter. Was brauche ich jetzt mal für so ein Haus? Auf jeden Fall genug Bretter. Boah, das dauert ja, bis du ein Brett mal hast. Dann ist mein Haus bestimmt noch aus Hartholz. Alles klar. Ja, wie gesagt, suchtet doch. Indem er jetzt hier noch weiter arbeiten tut. Ich wollte euch eigentlich nur was anderes zeigen, aber der ist ja gerade am Arbeiten, der Typ hier. Warte, eine machen wir noch, warte mal. Ja, es wird einem nichts geschenkt hier. Nur mal kurz mal gucken. Ja, ich habe bald keinen Platz mehr in meinem Inventar. Hier brauchst du jetzt schon wieder Nägel für. Keine Ahnung, woher man die bekommt. Oder Dachziegel. Holzbretter 10 Stück. Und Balken. Balken kriegst du hier auch. Also kriegst du alles aus einem Stück Holz für dein erstes Haus. Ich wollte jetzt mal kurz diese Sachen zeigen, die man hier machen kann. Du kannst weglaufen, wenn du das denn willst. Du kannst sagen, okay, ich ergebe mich. Habt ihr Barmen mit mir? Wartet mal. Ach, das hat jetzt einen Cooldown, dieses Ding hier. Und man kann immer wieder zum eigenen Heim zurückkehren. Dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Ja, Leute, gut. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Wir sind noch lange nicht fertig, ja? Wir haben unsere Werkzeuge, wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Aber wir haben noch keine eigene Behausung. Das heißt, ja, da fehlt uns noch einiges, was wir noch machen können. Wir können auch in dem Boden hier einfach mal, wartet mal. Planieren können wir, Boden planieren. Schlinge für alle Möbelschreinern. Ja, irgendwo war das doch. Hier. Baue. Pflastern. Wir können den Boden auch noch schön machen. Ne? Können wir ja. Irgendwo, warte, nee, das war auch wieder falsch. Ich will das nur kurz mal zeigen, dann mache ich auch vor heute Schluss. Na, echt schicke Häuser. Zimmern. Wo war das? Bewegliche. Das kann man ja erstmal bauen für so eine kleine Burg, die wir uns bauen könnten. Die kann ich ja mal drum herum ziehen. Sag ich jetzt mal, da kann man da die Möbel reinstellen und so. Kann ich mir auch eigentlich eine Tür bauen? Ist doch immer falsch, ne? Tür, 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 Tür. Reitblatt gibt es hier.
Oh. Alter, wir haben heute Orkan. Warnung, Wetterwarnung. Aber das wird bestimmt Spaß, ne, zu arbeiten. Hä, kann man keine Türen bauen oder was? Architektur. Alter, was für geile Häuser. Ich da mal hinkomme. Keine Türen? Hm. Doch, Tor. Oh, toll, ey. Naja, Leute. Gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Gucken, was wir dann machen werden. Bis dahin.